Hi und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Monstrum 2. Mit mir dabei sind natürlich wie immer Flo und Malte. Hallo. Hallöchen. Ich muss einmal kurz direkt vorab anmerken, ich habe ja die Abendsonne bei mir so krass in der Wohnung, ne? Und ich habe einfach so einen fetten Lichtstreifen im Gesicht und irgendwie ist das kinda weird, aber eigentlich ist es auch echt cute, weil er direkt so über die Nase und die Wangen läuft, wie so Blush. Das ist eigentlich echt süß, aber ich krieg meine Dings nicht anders zugedreht. Oh. Also bleibt er jetzt da. Ich habe da jetzt einfach so einen coolen Lichtstrich im Gesicht. Wie geht's euch? Ah, super. Super. Ja. Alle immer noch müde heute. Ja. Weil wir haben immer noch den Gleichtag, wo wir Start über die aufgenommen haben. Ja. Wir haben Rettungsinsel, ne? Space. Dankeschön. Okay. Let's go. Let's go. Okay. Also. Tippel-tappel. Jetzt lass mich doch endlich losgehen, meine Güte. Nein. Und Betty, da hast du wieder was vergessen. Oh Gott, F war das. Oh. Mit F kann man ja was aufgeben, stimmt ja. Das muss ich mir ändern lassen. Bot. Wo seid ihr? Nicht da, wo du bist, hoffentlich. Achso, runter. Bot. Warum sind hier keine Türen? Hä? Was ist das denn? Ich weiß nicht. Ja, nee, ist in Ordnung. Keine Ahnung, was da gerade war. Ja, hi. Ach so, weiter, falsche Richtung. Ich möchte es auch er gar ist nicht. Rambo. Wo seid ihr? Hä? Nicht da. Ich auf der falschen Insel oder was? Ja, genau. Nee, scheinbar doch nicht. Boah, Mann. Ich wollte nur diese Kacke da aufheben. Das ging aber nicht. Bin straight auf dich zugegangen. Muss ich hier rein dafür? Stimmt, wa? Aber wieso komme ich hier dann nirgendwo rein? Boah, du Rambo, Alter. Das ist seine Aufgabe. Ja, ich habe jetzt nur noch ein Leben, ne? Tja. Hä? Wie? Wir haben drei. Wie kannst du jetzt nur noch eins haben? Nee, ich habe ihn gerade getötet und vorhin ist er irgendwo runtergefallen oder was auch immer. Ja, weil ich habe halt Och, nur Flo. Unten. Ich hab unten so ein. Also ich war halt bei diesen. Wie heißt das? Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ich hab da irgendwas aufgebrochen ich bei so einem. Ich seh nichts, wo lauf ich hin? Flo, lauf oh, weg! Nicht schon wieder, ey. Loren stellt sich aber auch einfach vor mich und denkt sich so, hä? Ich hab da irgendwie so ein Teil halt gesehen, dass man, was man da irgendwie aufbrechen kann. Oh, hi! Ich hab das gar nicht mitgeschnitten! Bin ich so leise, wenn ich hinter euch hergehe, oder was? Warte mal! Bin ich einfach ganz entspannt hinterhergegangen. Nee, warte mal, ich glaube, ich habe mein Spiel einfach zu leise eingestellt, jetzt weil mir das immer ein bisschen zu laut ist. Ich höre die Dings nicht, ich höre deine Bewegung nicht richtig. Mal das gucken, natürlich ob es jetzt besser ist. Hm. Oh, diese Adrenalinspritzen braucht doch keine so. Ach komm, Malte, was soll das denn? Was ist da gerade tun? Wie habe ich das nicht vermisst? Hab ich noch nie gemacht, hä? War das gerade?
Du hast mir meine Also gerade vor mir weglaufen, das ist keine gute Idee. Ich sehe nichts, es ist so dunkel. Ich hänge in der Sackgasse. Ach komm, halt's mal. Ich sehe nichts, es ist so dunkel. Ich brauche wirklich Vorhänge. Und ich weiß nicht, wo ich gerade reinlaufe. Als ich das eine Mal Mensch gespielt habe, dachte ich mir so, hä, wofür braucht ihr eine Taschenlampe? Ist ja übelst unnötig. Normalerweise. Ach komm, Malte, bitte. Verstehen. Lass mich wenigstens alleine sterben. Lass mich alleine sterben. Wie war das nochmal mit 5 Leben und 3 und so? Naja. Ja, du bist eh nicht so konzentriert heute. Da brauchen wir ja bestimmt nicht mehr. Nee, nee, nee. Becky, das hat nichts zu heißen. Ja, ich merk schon, wir kacken halt trotzdem extrem rein. Es leider ist halt Gottes, ja. Es ist einfach nur eine Aufwärmrunde. Das ist nicht so schlimm, wenn die nicht richtig gut läuft. Oh, was machst du denn? Ja, wen meinst du jetzt? Oh, mein Charakter, also diese... No. Oh. Ich lauf gerade... Oh Gott, das ist so dämlich. Oh, ja, du... Ich bin dir halt gerade schon wieder überhaupt gar keine Hilfe davor zu fliehen. Das tut mir so leid. Ja, Betty, viel Spaß, ne? Oh, ich höre Malte. Malte, geh weg. Nee. Das ist meine Insel hier. Das ist mir. Oh, Malte, verpiss dich! Kannst du mir aber gerade schön entgegengewinnt. Hast du mich verloren? Nee, ich glaube nicht. Ja, ich bin nicht so schnell wie ihr. Macht halt hier alles überhaupt gar keinen Sinn. Nicht traurig sein, Buddy. Doch, bin ich aber. Nee, nee, nee. Vor allem, ich höre dich auch die ganze Zeit tippeln und watscheln. Ich weiß nur nicht, wo. Und ich sehe dich nicht. Ach komm, das kann's ja nicht sein, oder was? Hey. Nee, wir sind erst bei 8 Minuten. Das können wir so nicht auf uns sitzen lassen. Direkt in die 2, würde ich sagen. Das funktioniert so nicht. Vielleicht doch wieder 5 Leben? Ja, ich glaube 5 wäre besser. Kann ich das jetzt gerade direkt noch fix ändern oder muss ich dafür jetzt extra eine neue private Lobby aufmachen? Ich glaube, du kannst das so machen. Ich glaube, ich kann das so anpassen, ne? Benutzerdefinierte Spieloption. Wo ist es denn? Leben. 5. Zurück. Bereit. Flo, wir müssen das jetzt mal endlich hinkriegen. Wir müssen jetzt wirklich mal gute Monstrum-Spieler werden. Was ist denn das hier? Ich weiß nicht, was hier los ist. Vor allem, ich hatte alles an Items. Weißt du, ich hatte alles, was ich brauche. Ich hatte sogar ein First-Aid-Spray. Und ich hatte einen fucking Rucksack. Ja moin, und dann catcht er mich einfach. Ich hatte danach nichts mehr. Hab auch nichts mehr gefunden, außer wie 5 Rollen Panzertape. Hab einfach so alle Kameras zugeklebt. Das ist eben gerade auch richtig dumm. Ich habe ihn die ganze Zeit watscheln hören. Ich wusste nur nicht, wo.
dachte ich mir so, ja, okay, komm, easy going, renne ich mal rein, so ein bisschen durch die Räume, guck so, wo meine Aufgaben sind. Ich renne durch die erste Tür, Malte kommt durch die andere Tür gegenüber entgegen. Oh, ne? Ja, also, ich fand ja cool, als ich vom Dach runtergesprungen bin und vor dir stand. Ja, das war auch witzig. Oh, das hat schon wieder richtig gut reingeschissen gerade. Perfekt. Malte, du kriegst uns jetzt nicht. Okay. Du musst uns jetzt insgesamt 10-mal töten. Und ich sag dir, Flo und ich, wir reißen uns jetzt hier am Riemen und hauen ab. Mach das. Flo, Konzentration jetzt. Ja. Guck mal, hier ist noch ein First Aid Spray. Ja, Betty. Konzentration, genau, ich renn direkt Betty in die Kamera rein. Perfekt. Ist nicht ganz so clever. Ach komm, Malte! Das kannst du ja nicht angehen! Ey, da komme ich nicht durch. Ich weiß. Assi. Das ist ja das Ziel dahinter, dass du nicht durchkommst. Ich glaube, die Map ist schwieriger für mich. Ist das nicht die gleiche? Weiß ich nicht. Ich war hier noch nicht drin jetzt. Bei der letzten Map waren wir auf jeden Fall nicht hier drin. Da waren wir doch hauptsächlich draußen. Echt? Ja, das ist ungefähr eine Minute her. Also ich war auf jeden Fall hauptsächlich draußen. Oder ich habe das hier nicht gefunden. Kann natürlich auch sein. Das will ich nicht ausschließen. Was willst du denn? Mensch. Oh, fuck it. Ab jetzt wird hier sauber gespielt. Ja, Betty, ich sehe immer noch keinen Fall oder keinen Teil, was du immer noch umgespringst hast. Ich finde auch ehrlich gesagt die Ziele schon wieder nicht. Oh, warte, da ist ein Fall. Ich folge dem Ziel. Hä? Bin ich auf der falschen Seite? Oh, ich bin auf der falschen Seite. Warte, ich kümmere mich hier nochmal schon mal direkt um ein, zwei Kameras, damit die erledigt sind. Und dann komme ich rüber. Ich habe das zweite Stockwerk gefunden. Ach nee, cool. Hast du nicht. Flo, das warst du doch dann bestimmt gerade, oder? Schön, dass das Teil jetzt nicht ankommt hier. Da wäre ich fast in den Aufzug reingelaufen. Ja, war auch ganz gut. Ich kann mal halt irgendwo watschen. Ja. Ich hab hier einen Vorschlaghammer, wollt ihr den haben? Was hast du? Ich hab hier einen Vorschlaghammer, wollt ihr den haben? Nö, ich hab einen. Danke, ich hab einen. Okay. Nee, meine Freund, ich halt, gehst du halt nicht an, ist okay. Hab ich einen? Ja, ich hab ein Dings. Kann man das nicht irgendwie antippen hier, mein Gott. Ah, Sequenia Wusa. Ich Wusa. Bleib lebendig. Keiner kann mir was. Keiner kann mir was, ich bin am Leben. Ich lebe. Ich werde auch weiterleben. Ah, das ist doch nicht offen. Ja, das ist irgendwie doof. Doch, gut so. Da habt ihr gerade bessere Chancen. Oh,
Oh, Entschuldigung. 203, 202. Ich lebe und ich werde auch weiterhin leben. Oh, ich sehe so süß aus mit diesem Streifen im Gesicht. Oh. Mein Tatsima, was machst du gerade? Wie geht's dir? Oh, ganz gut soweit. Ich chill hier so ein bisschen. Hier sind so zwei komische Leute, die ein bisschen Stress machen. Also ist das ja so? Hm. Ach ja, das ist richtig herrlich. Erzähl mal, Malte, wo bist denn du gerade? Hinter dir. Ist das so? Quasi. Bezweifel ich. Aber du hast nachgeguckt. Nö. Ja, das glaube ich dir nicht. Ich habe wirklich nicht nachgeguckt, weil ich nämlich gerade in dem Spinn vor dir stand und gesehen habe, dass du gegangen bist. Ach so. Dann sehe ich wahrscheinlich nicht, wenn ihr im Spinn drinnen steht. Nein, das siehst du nicht. Das ist ja richtig dämlich. Ja, aber das siehst du nicht. Weil die Spins sind offensichtlich so, dass ich sie sehen würde, wenn ihr da drinnen steht. Ja, nee, das siehst du nicht. Ihr hockt euch da ja jetzt auch nicht hin oder so. Ich habe letztens in einer Runde mit, wieso habe ich übrigens kein Zielpfeil? Das nervt mich. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen muss. Ich habe nicht meine Navigation zu einem Ziel. Was soll ich denn sagen? Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Achso, letztens, als ich mit Flo eine Runde gespielt habe, habe ich Flo in den Spind gehen sehen. Ich stand dahinter Flo. Und in dem Moment, wo er den Spind quasi berührt hat... Oh, jetzt habe ich jetzt die Anzeige. In dem Moment, wo er quasi den Spind berührt hat, hat sich das halt quasi verändert. Also er stand drinnen, ich hätte ihn sehen müssen und ich habe ihn sofort nicht mehr gesehen. Na, okay. Interessant. Das war vorne aber noch nicht so. Betty, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Daumen drehen oder was ist los? Ich such das Symbol und laufe nebenbei von Malte weg, weil ich Malte hab hinter mir atmen hören. Mhm. Ja, weil ich habe jetzt schon den zweiten Hebel umgedreht hier, deswegen. Du bist sowas von perfekt, weil eigentlich alles, was ich mache, ist halt einfach random weglaufen. Ja. 7, 8, 5, 3. 9, 7, 3, 7, 5, 5, 9, 3. Oh, halt die Fresse! 7, 5, ich hab hier gerade einen Couch! 5, 5, 3, 7. Halt die Klappe! 2, 8, 9, 9, 2, 5, 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 4, 5, 9, 9, 3, 7, 7, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Was war das denn hier gerade? Success, und wie ist der andere Coach, Betty? Weiß ich nicht. 2, 3, 4. Geh wieder hin! Geh wieder hin! 2, 3, 4. Ich hab noch keine Ahnung, wie der Code ist. Ich hab keinen Code gesehen. Hä, warum hast du den Code gerade gesagt? 8, 8, 9, 2. Ich hab die Entfernung zum Ziel gesagt. Oh. Ihr seid lustig. Schön, wie ihr euch selbst behindert. Weil ich nämlich schon wieder anfange, im Kreis zu laufen. Ich am Alte warteln. Das ist aber auch die ganze Zeit. Ich höre dich gerade. Ich war der Überzeugung, ich habe dich vor ungefähr 15 Sekunden sehr nahe gehört. Noch sein. Heute, also auf der Karte finde ich euch einfach nicht. Ein Success, aber andere nicht. Also die Map, die wir eben gespielt haben, war sehr viel besser. Das Ding ist, die Karte hier ist sehr viel verwinkelter, da habt ihr es sehr viel einfacher wegzulaufen. Die andere war geradliniger.
Mann. Oh, ich komm nicht klar. Ich habe keine Klebestreifen mehr, das triggert mich. Du hast keine was? Keine Klebestreifen mehr, das triggert mich. Ach so. Muss doch noch der andere Code irgendwo sein. Oh. Was ist denn hier so? Ah! Endlich mal wenigstens ein Hit. Also, Flo, nur zu deiner Info. Ich habe jetzt mittlerweile auch schon 2 Schalter umgelegt. Ja, und den anderen, da suche ich halt den Code. Den einen, der eine hat ja gut funktioniert, aber der andere, der geht gar nicht. Oder ich finde ihn nicht, genau. Deswegen, das Prey siegt mich gerade voll ab hier. Schwierig. Aber die Runde läuft schon besser. Ja. Die Runde läuft viel zu gut. Wir haben noch 7 Minuten. Noch 7 Minuten für diese Einschalte. Ja, das sollten wir ja hinkriegen. Und mein Spiel ist abgeschlossen. Oh nein, echt? Mhm. Warum stürzt dein Monstrum eigentlich immer ab, wenn Flo und ich wirklich gut sind? Also das Spiel stürzt nicht ab, ich fliege aus der Lobby raus. Vielleicht, Das ist so unfair, jedes Mal, wenn wir eine gute Runde haben. Naja, okay. Das erkenne ich offiziell als Sieg an. Also wie ihr seht, wir sind erfolgreich abgehauen. Wir haben alle Missionen erfolgreich erledigt. Mit 5 vollen Herzen. Ja, das war eine richtig, richtig gute Runde. Oh. Ja, aber dann würde ich sagen, wir sind bei 21 Minuten. Dann können wir es auch dabei belassen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge Monstrum 2 gefallen. Schaut auch sehr gerne bei Flo vorbei. Checkt mal halt auf Insta ab. Ist alles in der Infobox und so. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.